So. Hallo, Renjolind. Was benötigt ihr? Toradan und Mundul sind beide ums Leben gekommen. Das ist ja unglaublich. Naja, unglaublich würde ich das jetzt nicht nennen. Ich würde das furchtbar nennen oder anders, aber unglaublich? Ach Leute, ich wurde hierher geschickt, um wach zu halten, nachdem der Nazgul uns aus dem Auenland vertrieben hat. Aber jetzt scheint es, als wäre meine Arbeit umsonst gewesen. Wir müssen sofort zum Anführer meiner Leute gehen. Die Breen-Menschen nennen ihn Streicher. Es gibt einen schnelleren Weg als den, den ihr gegangen seid, um euch in Breen in Sicherheit zu bringen. Folgt mir und ich werde euch durch eine der Höhlen unter den Mooren führen. Myren, ja. Dann folgen wir ihm mal. Cool. Hier lang, schnell. Boah, sieht schon sehr geil aus. Ich bin ganz überwältigt. Diese Fackeln habe ich gestern erst angezündet. Wie eklig. Und es hat mich schon wieder angesäubert. Bäh. Ich bin schneller als du, Echt schwach von dir. Also wirklich, Was machst du? Komm. Was sagst du? Diese Fackeln habe ich gestern erst angezündet. Ja, das hast du schon mal gesagt. Und ich glaube, der greift uns nicht an, aber ich glaube, die greifen uns an. Ja. Ich mach dann schon mal Ne? Hast ja nichts dagegen, ne? Warum habe ich das Gefühl, der hat da hinten auch schon wieder einen Freund gefunden? Na. Nicht eine Sekunde kann man ihn allein lassen. Nicht eine Sekunde. Junge. Ey, Junge, warum hast du nichts gelernt? Und warum greifst du mich jetzt auch an, Mann? Sei doch scheiße. So, ich... Oder auch nicht? Hat das Wasser diese Flammen gelöscht? Mensch, Blitzmerker, das Wasser Flammen löscht. Gut kombiniert, Watson. Und du willst auch noch mitspielen? Ich glaub's ja nicht. So. Ich lauf dann schon mal vor. Ich kann ja gar keine Fallen hier stellen. Warum nicht? Mensch. Ist doch schwach, Leute. Ist doch schwach. Immer diese Ekelswürmer. Oh, dann lieber Spinnen als Käfer und das Würmchen. Oh, ist ja eklig. Diese Fackeln sind zu nichts zu gebrauchen. Ja, genau wie du. Haha, nee, ich bin wieder gemein. Ich sollte für ein bisschen Licht sorgen. Wäre gut. Wow. Habt ihr das auch gehört? Nein, es ist Amdir, mein Freund. Ich weiß, dass du es nicht du es bist, der diese Dinge tut. Ich bin nicht das, für das ihr mich als gehalten habt. Doch, doch bist du. Ich werde euch helfen. Gib nein. Oh. Niemals. Nein. Ah. Amdir, du Affe. Morin wird sich um euch kümmern. Ah! Ich will hier weg. Ist doch scheiße, Mensch. Spinny. Ist ja eklig. So, konzentrieren. Damit wir das nicht nochmal machen müssen. So, stirb endlich. Mensch! Oh, schon mal gesagt, dass ich Spinnen hasse, ist ja eklig. Morin besiegt. Sprecht mit R. Hey, der lebt noch. Das ist gut. Ich will nicht schon wieder einen verlieren. Die ganze Zeit sterben die Leute um mich rum. Das ist echt nicht mehr schön. Ich bin der Todesengel. Ich grüße euch. Und immer muss ich irgendwelche abgewrackten Stimmen sprechen. Amdir läuft frei herum. Geht sofort los. Sucht Streicher in Bre. Er ist mein Anführer. Sollte erfahren, was geschehen ist. Sprecht mit Gerstenmann Butterblume im Tänzeln im Pony. Er wird wissen, wo Aragorn ist. Geht durch diese Tür und ihr werdet euch die westliche Grenze der Mückenwassermoore sehen.
Geht von dort aus in westliche Richtung. Dann südwestlich. Entlang der Straße nach Bre. Okay. Ach Mensch! Warum sterbt ihr alle? Ich bin eine Todesfee, Leute. Ich bringe alle um mich herum um. Mensch. Sarumans Verrat hat mich viel Zeit gekostet. Ich hoffe, dass es Frodo und Sam gelungen ist, das Auenland zu verlassen. Ohne meine Hilfe wandeln sie auf einem gefährlichen Pfad. Frodo ist auf die Hilfe der Waldläufer und auf eure Tapferkeit angewiesen. Ja, dann werden wir doch mal unser Bestes geben, ne, Leute? Wow, das war aber schnell geladen. Ach, ich bin ja so stolz auf meinen PC. So, und dann würde ich sagen... Nee, ich möchte... Sprechen wir doch mal mit Asphodel. Wir sind ja kleine Herzensmenschen und bevor wir mit Streicher sprechen, weil das ist ja völlig unnötig, dass wir das schnell machen und so, weil es drängt ja nicht, es ist ja alles Friede, Freude, Eierkuchen und Gänseblümchenzeit und so, ne? Deswegen werden wir jetzt erstmal ein bisschen Liebesbote spielen. Nee, mit euch möchte ich gerade nicht spielen. Ihr könnt mir alle gestohlen bleiben, so. So. Und dran vorbeischlängeln. Wo hat er nochmal gesagt? Westlich irgendwo? Werde ich schon finden. Wo bin ich denn hier? Hier bin ich Stadel. Erstmal gucken, was am nächsten ist. Oh, ich sehe sie auch schon. Warum gucke ich denn überhaupt auf die Karte? Ich trottel. Ach, wie schön. Ach, hier. Hätten wir eben direkt mit ihr reden können. Wir sind doch hier durch die Allee geritten. Und ich war dann doch so begeistert davon. Hallo. Seid gegrüßt. Wer seid ihr? Ein weiterer Knecht, der mir Eldor zur Hilfe geschickt hat? Ich brauche seine Hilfe nicht. Hab vielen Dank und auf Wiedersehen. Egal, wie oft ich ihm Nein sage. Er gibt einfach nicht auf. Ich schwöre. Er liebt nur eine Sache. Seine Hunde. Er interessiert sich nicht für das, was bellt oder mit einem Schwanz wedelt. Ach, er interessiert sich nur für das, was bellt oder mit einem Schwanz wedelt. Guten Tag. Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Ich muss euch um Nachsicht bitten. Doch ich habe es nicht leid, seit ich meinen Bodo verloren habe. Wenn ihr hier seid, um mir zu helfen, werde ich euch nicht aufhalten. Das Pfeifenkraut ist reif zum Ernten. Wenn ihr mir also wirklich helfen möchtet, könnt ihr es für mich einholen. Es ist gleich hier in der Nähe, auf der anderen Seite meines Weizenfeldes. Doch solltet ihr wissen, dass ich meine Meinung über den alten Eldo mit... über den alten Eldo-Mückenquetscher nicht ändern werde. Ach, wir sind ja nette Menschen. Was hast du gesagt? Hinterm Weizenfeld? Hinterm Weizenfeld wäre so hier. Hm. Vielleicht in die andere Richtung hinterm Weizenfeld? Oder in die Richtung. Richtung weiter. Ach Gott. Vielleicht so? Nein, ich bin noch nicht blind. Nein. Das kommt euch nur so vor. Sucht Pfeifenkraut. Ha. Gott. Die schwierigsten Quests und ich verzweifle hier, indem ich nach Pfeifenkraut suchen soll. Sammelt Pfeifenkraut, ja. Nochmal. Westlich ihres Weizenfeldes, okay. Das ist Weizen. Das ist, denke ich doch mal, Pfeifenkraut, Leute. Hier glitzert es auch überall und ich bin wieder blind, wie so ein Thunfisch. Ach, Mensch. So. Und da laufe ich jetzt mal so zurück. Weil ein bisschen mal die Beine vertreten und so. Ist, glaube ich, mal aber ganz nett. Hallo. Schon eine Weile her, dass ich mein Bodo verloren habe. Komme gut zurecht. Ein wundervoller Tag, nicht wahr? Nun, ihr habt wahrlich eine anständige Menge Pfeifenkraut geerntet. Habt meinen Dank. Ich kann eine helfende Hand immer gebrauchen, egal welcher Herkunft. Ihr sagt, Eldo wäre ein guter, bodenständiger Hobbit? Aber es ist mir klar, dass ihr das sagen würdet. Schließlich seid ihr bei ihm angestellt. Sag mal, wer sagt denn, ich bin bei ihm angestellt? Asphodel nimmt das Pfeifenkraut und reicht euch einen gefalteten und versiegelten Brief. Gebt das eurem guten, bodenständigen Freund und lest es nicht. Okay. Weil wir sind ja ehrliche Menschen und so, ne? Warte mal. Erstmal hier. So. Ups.
Wo war das denn noch? Ach, hier war Gummy Bock. So. Immer schön dem Aufgabenführer hinterher. Ach ja, das war da unten. Stimmt ja, das war hier unten. Hallo. Hallo. Ihr seid schrecklich. Einfach schrecklich. Hör auf zu heulen. Ihr seid zurück. Was habt ihr zu berichten? Wie bitte? Schon wieder abgewiesen. Nun, ich gebe nicht auf. Wenn ihr zu mir zurückkehrt und von weiteren meiner guten Seiten berichtet, wird sie sich sicher anders überlegen. Da bin ich mir sicher. Boah, da hat ja schon was von einem kleinen Stalker. Habt ihr erwähnt, wie fleißig ich bin? Ich bin ehrlich und gut zu meinen Hunden. Es heißt, man könne einen Hobbit daran messen, wie er seine Hunde behandelt. Und ich behandle meine wie Könige. Geht zu ihr und helft ihr noch ein wenig mit ihrem Hof. Und vergesst nicht, das zu erwähnen. Denkt daran, wie Könige. Darf ich euch einen Moment in ihrem stehlen? Hat in ihrem Brief geschrieben, dass die Bären immer dichter an ihren Hof kommen. Vielleicht braucht sie Hilfe. Würdet ihr euch bitte in die Wälder südlich ihres Hofes begeben und die Bären vertreiben? Vielleicht erkennt sie daran, dass ich auf ihre Sicherheit bedacht bin. Dann mach es doch selber. Erstattet ihr Bericht, wenn ihr fertig seid. Nein, wir reiten jetzt doch erstmal lieber nach Bre. Weil dann können wir auch mit Heidestroh sprechen. Wären wir eh schon auf... Alles voller Rotbrauner, herrlich. Ich habe einen cooleren Rotbraun. So, wir reiten jetzt aber ja wirklich erstmal nach Bre. Und dann können wir mehrere Sachen miteinander vereinen. Denn Heidestroh ist ja in Bre und wir gehen mal mit Butterblümchen reden. So, bleiben wir mal auf den Wegen. Damit uns auch ja nichts wehtun möchte. Das stadelt. Das ist schon mal eine richtige Richtung. Ach, wie schön. Oh, ich habe das Gefühl, ich habe gleich irgendwas im Mund stecken. Oder einen Ast an den Kopf und ich falle vom Pferd oder so. Das wäre es noch. Nee, nach Stadel. Warte mal, mussten wir nicht noch mit irgendwem hier in Stadel sprechen? Oder habe ich mir das jetzt eingebildet? Oder war das schon? Ich glaube, das war einfach schon. Ich habe es einfach nicht mehr mitgekriegt. Ach, egal. So, ich glaube, das ist das Stadeltor. Ich glaube, wir sind sogar fast schon in Bre. Wenn ich mich recht erinnere. Ja, das dürfte Bre sein. Sieht gut aus. Stadlertor. Dann sind wir Stadlertor und so wäre es mal Bre. Welcome to Bre. To wonderful Bre. Und es ist so wonderful, dass es mein PC völlig überfordert. Deswegen lassen wir ihn mal kurz akklimatisieren. Mein armer Schatz. Was ist denn hier passiert? Seid ihr zu doof zu fahren? Da hilft's auch nicht, wenn du gegentrittst. Der Wagen ist hinüber. Das kriegst du nicht mehr gebacken. Naja. Warte mal, war der nicht... Ich glaube, der war eh auf dem Weg. Och Gott. Ich glaube, ich muss gleich meine Aufnahmepause machen und meinen PC mal finito mal runterfahren und ja. Ihm eine kleine Siesta gönnen. Weil das nervt ja schon tierisch hier, dieses Rumgelecke. Boah. Nee. Wie gesagt, dringend einen neuen Laptop. Meiner ist völlig altersschwach. Aber kein Geld. Nach Bre. Was benötigt? Lolo? Er kam oft hierher, ja. Prächtiger, starker, kleiner Kerl. Ein guter Marktschreiber und Händler ist er. Ein wenig seltsam für einen Hobbit in der Tat. Aber das trifft hier auf die meisten Hobbits zu. Seine Informationen sind jedoch wahr. In Bre hat es in letzter Zeit einige Neuankömmlinge gegeben. Und nicht alle waren von eurem Kaliber. Wenn ihr Arbeit sucht, dann werde ich sicherlich etwas finden. Nee, gerade nicht. Ich werde jetzt mal einen saufen gehen. So. Kleinen Absacker. So vom Schlafen gehen. So einmal richtig schön hat er die Binde kippen. Da kann man dann auch gut schlafen. Hallo. So, mal gucken. Ja, einmal rein. Komm. Ach, ich bin durch die geschlossene Tür geschwebt. Ich bin halt gut. Also, das... Ich bin einfach nur gut. Anders kann man das schon gar nicht mehr nennen. Ha. Ja. Ich dachte schon, wir wären auf einer kleinen Blumenwiese. Hallo, Butterblümchen, Zwerge. Eine Sache vertreibt eine andere. Was kann ich denn für euch tun? Ach, ich darf was bekommen. Butterblume ist Langschwert. Ach.
Ich weiß, dass es schwäch... Nee. Das ist mir jetzt dann doch nicht wert. Eine Sache vertreibt eine andere. So viele Leute kommen und gehen heutzutage. Es gibt allerdings einen Gast, auf den ich gerne verzichten würde. Aber er bezahlt für sein Zimmer und scheint genug Geld zu haben. Ein Grübler, der die dunklen Winkel des Gasthauses bevorzugt und mit niemandem spricht. Die meisten Leute haben ein wenig Angst vor ihm. Gerstenmann singt seine Stimme. Er ist einer von diesen Waldläufern. Nennt sich selbst Streicher. Geht vom Schrank aus, links durch den Gang, dann weiter geradeaus, bis ihr nur noch nach rechts gehört. Was ist das? Also, folgt diesem Gang, bis ihr eine Treppe erreicht. Streicher befindet sich im Zimmer rechts der Treppe. Ein unerwünschter Gast. Hey, wir sind schon im Vorwurf. Vorwort, Chaka. All diese Hochnasen glauben, dass sie die Weisheit mit Löffel gefressen haben und schauen auf uns einfache Leute herab. Der lehnt ja auch ganz gechillt da. Warte mal. Na, hast du auch was zu sagen? Gast? Nö. Ah, von dem können wir Musikinstrumente erwerben. So. Was? Diese vorzügliche Dunkelbier muss aus Stadel kommen. Trotzdem, Butterblumes Bier ist immer noch das ganze Bier. Ach Gott, ich kann nicht mehr reden. Das beste Bier im ganzen Land, glaube ich, war es. Ist sie nicht eine tolle Geschichtenerzählerin? Man trifft nur noch selten auf jemanden, der das wirklich kann. Die erzählt gerade was? Die singt doch. Oder ist das ein Kabarettist? Ich hatte doch... Ach so, nee. Ich laufe mal ein bisschen... Tanze auf den Tischen! Ja! Komm, ich muss jetzt mal auf den Tischen tanzen. Ein bisschen feiern. Ein bisschen rumfeiern. Yeah! Einmal auf den Tischen tanzen. Im tänzelnden Pony. Das ist doch... Wir machen es wie die Hobbits. Da. Okay. Musste mich gerade ein bisschen orientieren. Aber das kennt man ja schon von mir. So, das war, glaube ich... Ah, geh durch die Tür. Mensch, Mädel. Gucken. Da hier lang. Also diese mega weitläufigen Häuser sind schon echt lustig. Sind schon sehr cool gemacht. Und wieder so ein cooler Bär wie in dem einen Jägerhaus. Und wieder geiles Schattenspiel. Ach, ganz verliebt. Und das tänzelnde Pony. Das hätte ich gern für meine Wohnung. Zu dir wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich zu Streicher. Kann ich mit dir reden? Warum stört ihr mich? Wie ihr wisst, wurde vor Jahren am Fuße des einsamen Berges eine fürchterliche Schlacht ausgefochten. Doch nun, aufgrund der Vorkommnisse im Osten, mache ich mir so meine Gedanken. Ich würde gern wissen, was aus unseren einstigen Verbündeten und unseren Feinden geworden ist. Meister Elrond bereitet sich auf eine wichtige Ratssitzung vor, bei der alle Rassen und viele Lande vertreten sein werden. Vielleicht weiß er mehr über diese Vorkommnisse. Würdet ihr an meiner Stelle nach Bruchtal reisen? Ich habe für die... Nein, das ist, glaube ich, noch... Das lassen wir mal. Weil ich glaube, der beamt uns direkt nach Bruchtal und es ist gerade noch nicht so gut, wenn wir da sind. Obwohl, wir können ja nach... Wenn ich hier einen Markstein gesetzt habe und mit Streicher etc. gesprochen habe, mache ich das gerne mal. Allein um schon mal Bruchtal gezeigt zu haben, weil ich liebe Bruchtal. Einfach nur toll. So. Ein Moment. Hier so, glaube ich. Ah, okay. Geht's hier auch noch lang? Ach schön, das Bild ist toll. Ist das die Wetterspitze? Ich glaube, das ist die Wetterspitze, die da dargestellt werden soll. Aber das ist so grün für die einsamen Lande. Na, egal. Der Feind macht mobil. Oh, an welchen Film erinnert mich das jetzt gerade? Der Mars macht mobil, glaube ich. War das nicht Traumschiff Periode 1? Traumschiff Surprise Periode 1? War das nicht? Ach Gott. Das war doch irgendwas. Ja, sorry. Das hat mich gerade ein bisschen... Ja. Ihr bringt schlechte Nachrichten. Das sind schlechte Nachrichten. Wenn auch die Schwarzwolds besiegt wurden, verheißt Amdirs Flucht doch nichts Gutes. Er muss aufgehalten werden, bevor es zu spät ist. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Der Anführer der Grimmans ist nach seiner Niederlage nach Bre geflüchtet
Und das sicher nicht ohne Grund. Bei all diesen Vorfällen hat sicher der Hauptmann der Neuen seine Hand im Spiel. Das gilt gleichermaßen für den Westen, das Auenland und auch für Breland. Wir müssen seine Pläne aufdecken und ich glaube, ich weiß auch schon wie. Im Osten von Bre haben die Schwarzwalds ein Lager errichtet, das von meinen Männern sorgfältig beobachtet wird. Seit einiger Zeit liegt ein Schatten über dem Lager. Ich vermute, dass Amdir und sein Zwergenfürst dort Zuflucht gefunden haben. Ah, war das nicht Skorgrim oder so? Dort müssen wir uns hinbegeben und Amdirs erbärmlichen Leben ein Ende machen. So er denn überhaupt noch als lebendes Wesen gelten darf. Wir warten bis Sonnenuntergang und führen dann einen Schlag gegen die Schwarzwolds. Sagt mir Bescheid, wenn ihr abmarschbereit seid. So, an dieser Stelle mache ich eine Aufnahmepause. Es ist doch schon wieder verdammt spät geworden und ich muss morgen arbeiten. Aber ich würde vorschlagen, wir machen dann... ach, das ist ja auch nett. Wir werden erstmal nicht sofort mit dem Kapitel weitermachen, weil das, glaube ich, im Moment auf Level 15 ist. 15, genau. Und wir im Moment mit Level 13, das finde ich noch ein bisschen wenig. Das heißt, wir werden wahrscheinlich dann erstmal so noch ein, zwei, drei Aufgabelchen machen. Ich werde vielleicht noch ein bisschen nebenbei leveln. Ich werde dann auch im nächsten Video da mal Bruchteil zeigen. Einzig aus dem Grund wieder, ich stehe auf Bruchteil. Wir werden da wahrscheinlich noch nichts machen können. Aber ich laufe da so gerne durch. Deswegen werden wir mal einen kurzen Abstecher nach Bruchteil machen in der nächsten Folge. Und ja, wie gesagt, ein paar Aufgaben machen, bevor wir wirklich mit dem Epos weitermachen. Aber an dieser Stelle verabschiede ich mich von euch. Cheerio!